Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 2 der siebten Season. Und in dieser siebten Season möchte ich berühmte Erzählungen in deutscher Sprache aus den letzten zwei Jahrhunderten besprechen. Ich möchte heute beginnen mit einer Erzählung von Heinrich von Kleist, Das Bettelweib von Locarno. Ich werde Ihnen diese Geschichte erst vorlesen und dann möchte ich sie genauer besprechen und mir anschauen. Heinrich von Kleist, Das Bettelweib von Locarno. Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloss, das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht. Ein Schloss mit hohen und weitläufigen Zimmern, in denen einem einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte, kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehen und sich hinter den Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das Kreuz, dergestalt, dass sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand und quer, wie es ihr vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber unter Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied. Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg und Misswachs in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloss seiner schönen Lage wegen von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremden in dem oben erwähnten leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten in der Nacht verstört und bleich zu ihnen herunterkam? Hoch und teuer versichern, dass es in dem Zimmer spuke, in dem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit vernehmlichen Schritten langsam und gebrechlich, quer über drei Zimmer gegangen und hinter dem Ofen unter Stöhnen und Ächzen niedergesunken sei. Der Marchese, erschrocken, er wusste selbst nicht recht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus und sagte, er wolle sogleich aufstehen und die Nacht zu seiner Beruhigung mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Gefälligkeit, ihm zu erlauben, dass er auf einem Lehnstuhl in seinem Schlafzimmer übernachte. Und als der Morgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab. Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer ab, dergestalt, dass, da sich unter seinem eigenen Hausgesinde, befremdend und unbegreiflich, das Gerücht erhob, dass es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloss, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er beim Einbruch der Dämmerung sein Bett in dem besagten Zimmer aufschlagen und erharrte, ohne zu schlafen, die Mitternacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat mit dem Schlage der Geisterstunde das unbegreifliche Geräusch wahrnahm. Es war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob, quer über das Zimmer ging und hinter dem Ofen
unter Geseufz und Geröchel niedersank. Die Marchese am anderen Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die Untersuchung abgelaufen. Und da er sich mit scheuen und ungewissen Blicken umsah und, nachdem er die Tür verriegelt, versicherte, dass es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe, so erschrak sie, wie sie in ihrem Leben nicht getan, und bat ihn, bevor er die Sache verlauten ließe, sie noch einmal in ihrer Gesellschaft einer kaltblütigen Prüfung zu unterwerfen. Sie hörten aber samt einem treuen Bedienten, den sie mitgenommen hatten, in der Tat in der nächsten Nacht dasselbe unbegreifliche, gespensterartige Geräusch, und nur der dringende Wunsch, das Schloss, es koste, was es wolle, loszuwerden, vermochte sie, das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken und den Vorfall, irgendeine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdecken lassen müsse, unterzuschieben. Am Abend des dritten Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit Herzklopfen wieder die Treppe zu dem fremden Zimmer bestiegen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette losgelassen hatte, vor der Tür desselben ein, dergestalt, dass beide, ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwillkürlichen Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes Lebendiges bei sich zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Ehepaar, zwei Lichter auf dem Tisch, die Marchese unausgezogen, der Marchese Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genommen, neben sich, setzten sich gegen 11 Uhr jeder auf sein Bett. Und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammengekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, lässt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören. Jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich auf Krücken im Zimmerwinkel empor. Man hört das Stroh, das unter ihm rauscht, und mit dem ersten Schritt, tapp, tapp, erwacht der Hund, hebt sich plötzlich, die Ohren spitzend, vom Boden empor und knurrend und bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick stürzt die Marchese mit sträubenden Haaren aus dem Zimmer, und während der Marchese, der den Degen ergriffen, wer da ruft, und da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden nach allen Richtungen die Luft durchhaut, lässt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch, nach Zusammenraffung einiger Sachen aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloss ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen und dasselbe, überall mit Holz getäfelt, wie es war, an allen 4 Ecken müde seines Lebens angesteckt. Vergebens schickte sie Leute hinein, den Unglücklichen zu retten. Er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen. Und noch jetzt liegen, von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte aufstehen heißen. Heinrich von Kleist, das Bettelweib von Locarno. Ganz kurz etwas zu Heinrich von Kleist. Geboren 18.10.1777, gestorben am 21.11.1811 durch Selbstmord, gemeinsam mit einer Freundin, Henriette Vogel, am Wannsee in Berlin. Aufgewachsen bei Predigern, französisches Gymnasium, Eintritt ins Militär, 1799 da wieder freiwillig ausgeschieden.
Studium Philosophie, Physik, Mathematik, Staatswissenschaften in Frankfurt an der Oder. Lernt Goethe und Schiller kennen, lebt bei Wieland in Weimar, versucht sich dann im preußischen Staatsdienst, auch das gelingt ihm nicht, er wird sogar einmal kurz als Spion verhaftet und lebt dann in Dresden, lernt Tieck kennen und beschließt, Schriftsteller zu werden. Er gibt eine Zeitschrift heraus, doch all seine literarischen Werke stoßen auf kein Entgegenkommen. Auch Goethe hat sich relativ herablassend über Kleist geäußert. Er war ein unverstandener Autor zu seiner Zeit und das hat ihn sehr schwer getroffen. Erst viel, viel später hat man seine literarische Qualität erkannt und heute ist er einer der wichtigsten deutschen Autoren des 19. Jahrhunderts, des frühen 19. Jahrhunderts, den wir haben. Das Bettelweib von Locarno, diese kurze Erzählung wurde sehr spät von ihm geschrieben, nämlich ein Jahr vor seinem Tod am 11. Oktober 1810 publiziert. Es ist also kein Frühwerk. Kleist ist zu dem Zeitpunkt schon wirklich ein erfahrener Autor, der viele Dramen geschrieben hat, viele Erzählungen, und schreibt nun diese seltsame Geschichte, die auch voller Ungereimtheiten ist, wenn man sie sich näher anschaut. Erstens mal eine Gruselgeschichte mit Gespenstern und Rittern und Schlössern und Bettelweiben und Geräuschen und allem Möglichen. Und das ist schon mal sehr seltsam. Kleist selbst hat sich über solche Geschichten definitiv lustig gemacht. Es gibt einen Brief aus dem Jahr 1800, wo er sich über solche Geschichten lustig gemacht hat. Die Aussage ist auch total simpel, wenn man so will. Wenn jemand etwas Böses tut, dann wird er bestraft. Der Marchese kommt um. Wobei man sich fragen muss, die Marchesa wird ja eigentlich auch bestraft, aber wie auch immer, die Geschichte ist sehr simpel, so scheint es. Wichtig ist jetzt nun nicht, was Kleist erzählt, sondern wie er es erzählt und warum er diese Geschichte so erzählt, wie er sie erzählt. Wie gesagt, auffällig sind viele Ungereimtheiten. Ich werde jetzt ein paar dieser Ungereimtheiten aufzählen. Also zum ersten Mal ist fragwürdig. Das Bettelweib kommt, um zu betteln. Warum wird sie da in das Zimmer geführt, um dort zu übernachten? Das ist eigentlich gar nicht von ihr intendiert gewesen. Okay. An mehreren Stellen wird gesagt, dass dieses Zimmer prächtig eingerichtet gewesen ist. Und nun wird genau in diesem prächtig eingerichteten Zimmer dem Bettelweib ein Lager auf Stroh bereitet. Warum, die nächste Ungereimtheit, warum wird das Bettelweib von dem Marchese hinter den Ofen geschickt und aus dem Winkel weggejagt? Warum ist dieser Winkel so wichtig? Da hat man sich auch Gedanken gemacht. Vielleicht wollte da der Marchese seine Büchse hinstellen, aber es ist unklar. Nochmal auf das Zimmer zurückkehrend, als der florentinische Ritter kommt, wird er ausdrücklich in einem leerstehenden Zimmer untergebracht, das sehr schön und prächtig eingerichtet ist. Also was nun? Leerstehend oder prächtig eingerichtet? Das Bettelweib glitscht aus mit der Krücke und beschädigt sich am Kreuz und stirbt daran. Auch das finde ich ja eine ungewöhnliche Todesursache. Nächste Ungereimtheit. Das Schloss liegt explizit in Schloss und Trümmern und doch liegen die Gebeine des Marcheses in dem Winkel des Zimmers, wo das Bettelweib beherbergt war. Also was nun? Liegt es in Trümmern oder in dem Winkel des Zimmers, wo das Bettelweib beherbergt war? Und die wirklich größte Ungereimtheit.
Warum beerdigt die Marchesa den Marchese nicht? Sie bemüht sich doch dann um seine Rettung, aber offensichtlich kümmert sie sich dann nicht weiter darum, die Gebeine einzusammeln, sondern überlässt das den Landleuten, die dann die Gebeine in den Winkel des Zimmers legen. Dann gibt es noch eine Ungereimtheit, die folgendermaßen lautet: Der florentinische Ritter berichtet, das Bettelweib sei aufgestanden und quer über drei Zimmer gegangen. Also nicht nur über das Zimmer, sondern über drei Zimmer. Das ist in einer wissenschaftlichen Textausgabe so gegeben, in anderen Textausgaben nicht, wie auch immer. Die große Frage ist doch, warum taucht diese Spukgestalt erst auf, nachdem der Marchese pleite gegangen ist und verkaufen will. Mehrere Jahre danach und nicht schon vorher, wo sie das Schloss doch offensichtlich bewohnt haben. Und wieso taucht es nur als Geräusch auf und nicht als Spukgestalt? Das heißt mehrmals etwas, was kein Mensch sehen kann. Man hört Geräusche, nämlich Stroh, das einmal knistert, einmal rauscht. Dann werden auf einmal auch Krücken erwähnt, Geseufz und Geröchel. Dann hört man sogar angeblich Schritte, tap, tap. Auch das ist nicht immer gleichbleibend in dieser Geschichte. Aber wieso ein Geräusch und keine Gestalt, wenn es sich schon um eine Gruselgeschichte handelt? Und dann auch, warum überprüfen der Marchese und die Marchesa dieses Spukgeschehen mehrmals? Warum dreimal? Warum belassen sie es nicht bei ein- oder zweimal, sondern zunächst überprüft es der Marchese allein. Dann nehmen Marchese und Marchesa einen Diener mit. Und schließlich das dritte Mal ist Marchese und Marchesa plus Haushund in dem Zimmer. Auch das ist seltsam. Es gibt sehr viele Ungereimtheiten. Und gerade diese Ungereimtheiten dienen dazu, auf das eigentliche Thema zu verweisen. Denn es geht nicht um eine Gespenstergeschichte, nicht um eine Spukgeschichte, sondern das eigentliche Thema ist, dass es hier in dieser Welt einen Widerspruch gibt zwischen dem, was die menschliche Logik, die menschliche Vernunft erklären kann, und zwischen logisch nicht erklärbaren, auch übersinnlichen Geschehen. Das ist Kleis Themas und das zieht er thematisch und sprachlich durch. Und man muss Kleist immer auf sozusagen auch einer Metaebene analysieren und darf vom Inhalt den Inhalt ein wenig beiseite lassen und sich die sprachliche Verarbeitung anschauen, die oft widersprüchlich das eigentliche Thema ist. Es heißt, dass jeder Mensch in seinem Leben ein Thema hat, was ihn besonders interessiert und was er verfolgt. Und damit auch jeder Autor. Und bei Kleist ist das ganz sicher die Frage, die ihn sein erwachsenes Leben lang beschäftigt hat. Was ist Zufall und was ist Notwendigkeit? Gibt es in dieser Welt Gesetze, naturwissenschaftliche Gesetze? Ist diese Welt regelkonform geordnet? Gibt es eine Ordnung oder ist doch alles zufällig? Gibt es gar keine Ordnung? Gibt es nur Regelwidrigkeiten? Und das ist das Thema, was ihn beschäftigt. Und das macht er ganz deutlich schon in dem ersten oder zweiten Satz, als er sagt, dass der Marchese von der Jagd zufällig in das Zimmer tritt, indem er seine Büchse abzusetzen pflegte. Also, was nun? Der Marchese, der Rückkehr von der Jagd
zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte. Was nun? Zufall oder Notwendigkeit? Regel. Ist die Welt logisch erkennbar für den Menschen? Gibt es Naturgesetze? Oder nicht? Ist alles Zufall, alles Chaos? Und das ist doch ein sehr, sehr modernes Thema, weswegen Kleist auch zu den Autoren gehört, die in der Moderne immer noch einen wichtigen Stellenwert einnehmen, wenn er auch das Thema auf sehr traditionelle 19. Jahrhundert Art und Weise noch anzugehen pflegt. Aber aufgrund dieser Fragestellung Zufall oder Notwendigkeit ist er auch für Kafka dann sehr wichtig geworden, einen anderen Lieblingsautor von mir. Wie kommt es, dass Kleist dieses Thema auch so extensiv behandelt? Kleist stößt als junger Mann schon auf Kants Kritik der reinen Vernunft. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant hatte 1781 und 1787 in der zweiten Auflage ein Buch veröffentlicht, das hieß Kritik der reinen Vernunft. Das hat er Revolution gemacht. Und darin beschreibt Kant den fundamentalen Unterschied zwischen der transzendenten, metaphysischen Welt eines Gottes, der Wahrheit an sich, der Metaphysik des Transzendenten und der Welt der Erscheinungen in der Welt, die Welt des Menschen, die Welt, in der der Mensch lebt. Und er sagte, das Transzendente, das Metaphysische sei als Ding an sich zu beschreiben, unbedingt in mehrererlei Hinsicht. Es ist unbedingt da, seiend. Es ist keinen Bedingungen unterworfen und damit auch absolut ein Ding an sich. Im Unterschied dazu lebe der Mensch in einer Welt der Bedingungen. Der Mensch ist bedingt, eingeschränkt durch seine menschlichen Erkenntnismöglichkeiten. Und Kleist hat das aufgegriffen und einmal davon gesprochen, in einem Brief an seine Verlobte, wie das wäre, wenn der Mensch eigentlich keine Augen hätte, sondern grüne Gläser, durch die er schauen müsse. Und er kommt zu dem Schluss: Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaftig Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Das schreibt er 1801 in einem Brief an seine Verlobte. Also, Kleist sagt, die Wahrheit an sich ist nicht mehr erkennbar. Damit wollte Kant auch jegliche theologische Dogmatik aus der Welt schaffen. Im Zeitalter der Aufklärung, kein Theologe sollte mehr sagen können, ich sage euch die Wahrheit über Gott, sondern alles sind halt Aussagen von Menschen über Gott. Wenn der Mensch in transzendente, metaphysische Bereiche vordringen will, dann kann er das nur durch das Gefühl, durch das, was er fühlt und ahnt, aber nicht durch genaues, rational erklärbares Wissen. Der Mensch ist von nun an laut Kant Bürger zweier Welten, nämlich eine Welt, die rational erklärbar ist und einer Welt der Gefühle, des Ahnens, des Unbeschreiblichen, des Irrationalen. Damit hat Kant ein Thema eröffnet, was jetzt im 19. Jahrhundert für die Literaten so wichtig werden wird, nämlich der Einbruch von Irrationalitäten in die rationale, menschlich erklärbare Welt. Von nun an werden Gespenstergeschichten beliebt in der Literatur und Spukgeschichten, das sind so richtige Zeitgeistgeschichten des 19. Jahrhunderts. Und der Schwerpunkt verlagert sich immer
mehr von der Suche nach Wahrheit zu der Suche nach Wahrscheinlichkeit. Der Leser wird nun in dieser Geschichte des Bettelweib von Locarno auf diese Unwahrscheinlichkeiten, Ungereimtheiten hingewiesen und auf diese Diskrepanz zwischen Logik und Zufall, unlogischen Gegenständen. Und Kleist macht es folgendermaßen: immer wieder ist er sehr, sehr genau, was Details angeht. Er versucht immer wieder, den Anschein von Realität zu erwecken, zum Beispiel indem er das Schloss genau lokalisiert. Es liegt am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien. Man sieht es, wenn man vom St. Gotthard kommt. Die genauesten Einschübe, zum Beispiel das Bettelweib muss quer durch das Zimmer gehen, wie es ihr vorgeschrieben war. Der Marchese nimmt Degen und Pistolen mit, die er aus dem Schrank genommen hat. Auch das eine Detailangabe, die nicht wichtig ist, aber die den Realitätsgehalt unterstützt. Das Ehepaar setzt sich jeder auf sein Bett, also offensichtlich zwei Betten haben sie in das Zimmer getan. Und dieses Merkmal, diese Liebe zu Details, die eine scheinbare Realität untermauern, immer wenn Kleist so schreibt, muss man sehr vorsichtig sein. Denn genau dann ist der Punkt gekommen, wo man sich fragt, ist das jetzt doch vielleicht nicht so wahrscheinlich, was er jetzt gleich sagen wird. Und wenn bei ihm Menschen sagen, glauben Sie mir das? Und der Angesprochene sagt, aber ja doch, aber klar. Dann darf man ihm schon gar nicht glauben. Dann ist wirklich eine Skepsis angesagt. Der Leser muss detektivisch tätig werden und sich fragen, was ist wahr, was ist wahrscheinlich, was ist Zufall, Chaos. Deshalb macht er diese vielen, vielen, ganz bewusst bringt er diese vielen, vielen Unwahrscheinlichkeiten in diesen Text hinein. Hören Sie sich nochmal an, der Text ist voller Ungereimtheiten. In 20 Sätzen wird eine Geschichte erzählt. Die Sätze sind sehr lang und sie haben, wie immer bei Kleist, einen sehr komplizierten Satzbau. Ständig sind Einschübe. Manchmal wechselt der Satz durch die Einschübe mehrmals in seinem Subjekt. Also es gibt da einen Satz zum Beispiel, ich lese ihn einen von vielen vor. Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise mehrere Käufer ab, dergestalt, dass, da sich unter seinem eigenen Hausgesinde befremdend und unbegreiflich das Gerücht erhob, dass es in dem Zimmer zur Mitternachtsstunde umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloss, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Dieser Satz, dieser lange Satz, mehrere Subjekte. Erstmal der Vorfall, dann das Gerücht, dann es und schließlich er, der Marchese. Das wirkt sehr fast wie stotternd. Ständig wird etwas eingeschoben, der lange Atem fehlt. Das macht es anstrengend. Als würde sich der Erzähler auch bemühen, immer genauer etwas fassen zu wollen, was ihm schließlich doch entgleitet. Kleist soll ja im persönlichen Gespräch auch etwas gestottert haben. Ich kenne jetzt diese Art zu erzählen, nun nicht stotternd, sondern sehr sprachlich, sehr präzise von meinem Mann. Mein Mann hat auch ellenlange Sätze gemacht und immer wieder
ist er abgeschweift, um noch genauer und noch ausführlicher etwas zu erklären, zu beschreiben. Er ist immer wieder auf seinen Punkt gekommen, aber dieser Versuch, es immer genauer zu fassen, Versuch ermöglicht diese sehr, sehr vielen Einschübe. Immer mehr versucht der Erzähler, das chaotisch, des chaotischen Herr zu werden. Und genau das versuchen nun der Marchese und die Marchesa auch. Sie überprüfen ein unwahrscheinliches Geschehen dreimal, wie das ein Naturwissenschaftler tut bei einem Experiment, durch Wiederholung, durch dieselbe Situation wird mehrmals wiederholt zu den gleichen Bedingungen, um dann zu gleichen Ergebnis zu führen. Das ist ein naturwissenschaftliches, experimentelles Verhalten, was die beiden an den Tag legen. Und so sind auch die Begriffe, die Kleist verwendet, sie untersuchen den Fall. Es ist von der Untersuchung die Rede. Sie versuchen, etwas auf den Grund zu gehen, etwas einer kaltblütigen Prüfung zu unterwerfen. Diese experimentelle naturwissenschaftliche Verfahren führt dazu, dass sie etwas einen Spuk für real halten müssen. Nun, Zufall oder Notwendigkeit, das wird auch nochmal in ganz kleinen sprachlichen Besonderheiten deutlich. Nämlich, wenn Kleist schreibt, sie versuchen, irgendeine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdecken lassen müsse, vorzutäuschen. Was nun? Auch in der damaligen Zeit zumindest, ist es ein Widerspruch. Entweder Ursache oder zufällig. Eine zufällige Ursache ist ein Widerspruch in sich. Denn eine Ursache hat immer eine bestimmte Wirkung. Ein Zufall hat aber keine erkennbare Ursache. Und das ist genau das, worauf er den Leser aufmerksam machen will. Dann sehen Sie sich das an. Der Haushund befindet sich Zufall gerade vor dieser Tür, wo das Gruselgeschehen stattfindet, und hat als Ursache dafür wird angegeben, dass man ihn von der Kette losgelassen hatte. Also es hat eine Ursache, aber er ist zufällig vor der Tür. Dann wird einmal gesprochen davon, dass die beiden Marchese und Marchesa in der unwillkürlichen Absicht, ohne sich bestimmt zu erklären. Was nun? Entweder handeln sie mit Absicht oder sie handeln unwillkürlich, ohne bewusste Absicht, ohne bewusste Kontrolle. Eine Absicht ist immer zielgerichtet, zumindest damals in der damaligen Zeit. Heute bei der modernen Hirnforschung mag das in Frage geraten sein, aber damals ist die Zusammenstellung von unwillkürlich und Absicht ein Widerspruch in sich. Und das heißt, wenn dieses Ehepaar so handelt, in der unwillkürlichen Absicht, ohne sich bestimmt zu erklären, dann gestattet es dem Nicht-Erklärbaren, dem Sonderbaren, dem Regellosen Eintritt in das Schloss. Und das macht es auch schon, indem es nun statt eines Menschen, des Dieners, ein Tier mitnimmt, dem ja nun wirklich keine menschliche Vernunft mehr zuzusprechen ist. Und dieses nicht menschlich logisch bedingte, triebhafte Tier, das nur ahnt und fühlt, erkennt nun eine Spukgestalt, das Bettelweib, das sich im Schloss in einer rationalen, prächtig eingerichteten Umgebung genau lokalisierbar eingenistet hat. Das Ganze löst Horror, Schrecken, Raserei aus.
Es endet mit dem Selbstmord des Marchese, der übrigens, und das ist auch etwas ganz Typisches für Kleist verwendet, kaum direkte Rede, ganz, ganz selten. Und oft ist es nur sehr Unwesentliches, was er in der direkten Rede sagen, die Personen, die Protagonisten sagen lässt. Hier in dieser Geschichte wird eine direkte Rede geäußert. Der Marchese ruft, wer da? Er fragt nach der Identität, nach dem, was identifizierbar sein muss, eine Spukgestalt, etwas, was nicht identifiziert werden kann. In diese rational erklärbare Welt des Menschen, in seine logisch-menschlich bedingte Rationalität bricht eine Welt ein, die logisch nicht erklärbar ist, die auf Zufall, auf chaotischem, regelwidrigem Verhalten zu basieren scheint. Es ist eine Welt, in der Gott nicht mehr erkennbar ist und die Wahrheit sich in Wahrscheinlichkeit verflüchtigt hat. Und das ist das Thema von sehr, sehr vielen, fast allen Geschichten und Dramen von Heinrich von Kleist. Das schauen wir uns auch noch mal an in den nächsten zwei Sitzungen. Und dies macht ihn für mich zu so einem interessanten und doch auch für die Moderne so wichtigen Autor. Heinrich von Kleist, das Bettelweib von Locarno.